Hashtag macht eure Hochzeit mit Carina. Hi Leute, ich bin's Carina und willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf YouTube. Es gibt wieder ein Behind the Scenes einer Traumhochzeit, wie ihr im Titel gelesen habt. Und heute ist der 10. Oktober 2020 und wir sind im Hofgut Habitzheim in Otzberg. Mitten im Nirgendwo, aber eine tolle Location. Und hier heiraten heute Elena und Ingmar. Und heute werde ich die Hochzeit ja in Form eines YouTube-Videos festhalten, beziehungsweise, das muss ich nicht falsch verstehen, ich bin kein Videograf, ich mache ein Video, ein Behind-the-Scenes-Video und ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß dabei und los geht's! So, schaut mal hinter mir. Ihr seht meinen Kofferraum. Relativ leer für eine Hochzeit, muss ich sagen. Ich habe hier meine zwei Staffeleien dabei, die ich übrigens in der letzten Saison weiß lackiert habe. Beziehungsweise ich habe sie weiß lackieren lassen. Das muss ich fairerweise sagen. Hier ist meine Notfallkiste mit allem Krimskrams drin, was man so brauchen kann. Ich habe dazu, glaube ich, auch mal ein Video gemacht. Checkt das gerne mal aus. Und gut, da ist eine Tüte drin, da ist nichts drin. Und hier, falls man das erkennen kann, ist ein durchsichtiger Regenschirm. Den habe ich ja auch immer auf Hochzeiten dabei. Vor allem, ich glaube, den kann man heute auch gut gebrauchen. Die Trauung wird auch drin stattfinden und nicht wie geplant draußen. Das Wetter ist ein bisschen kalt, nass. Aber wir werden alles drin machen. Dafür hat man ja einen Plan B. Wir können es auch draußen machen. Mit wem hast du gesprochen? Mit beiden. Wir haben jetzt noch andere Stühle, diese Gartenstühle. Da haben wir noch weitere. Wie ihr möchtet, also möglich wäre es. Lavinia? Ja, es ist frisch, es ist für mich perfekt, aber ich bin ja nicht der Maßstab. Und wenn die Sonne mal rauskommt, ist die Sonne im Rücken warm, aber sie ist dann auch immer wieder eine Weile weg. So, wir sind jetzt kurz vor der Trauung und wir haben eine ganz, ganz große Gruppe an Brautjungfern und Groomsmen und die müssen wir jetzt alle koordinieren. Schaut mal, das ist ein sehr großes Anwesen. Hier geht es rein zur Trauung. Die Trauung wird drinnen stattfinden. Das war noch ein ganz, ganz langes Hin und Her, ob Trauung drin oder draußen. Es sollte eigentlich regnen, aber die heutige Situation beweist mal wieder, dass man echt nichts auf die Wettervorhersagen geben kann, weil ihr seht, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Wir wollten es kurzfristig noch umorganisieren, dass die Trauung hier auf der Wiese stattfindet. Aber das war leider alles dann zu kurzfristig und die Braut hat das letzte Wort und die hat gesagt, wir machen es jetzt drin, so wie geplant. Deswegen Trauung jetzt hier drin und ich habe mich gerade darum gekümmert, dass alle Gäste reingehen und dass wir gleich starten können. Und ich gehe jetzt mal zur sogenannten I-Do-Crew und schaue, ob alle bereitstehen, ob alle ready sind und dann geht's los. Ingmar mit Müttern. Lilly, Maketa. Unmut. Dann Steffi und Patrick. Lisa, Tobi. Anna, Stefan. Lavinia, Valerie. Lucy, Anton. Dylan und dann Birgit. To laugh with you every day, to be your biggest cheerleader, to have the patience that love demands, to speak when words are needed, and to share silence when they're not.
So, ich möchte euch mein Update geben. Hier das Licht, das kommt jetzt hier von oben. Das ist ganz schlimm, deswegen habe ich die Kamera so nach oben. Also, wir sind noch am Essen, beziehungsweise laufen gerade Gastbeiträge. Wir haben insgesamt 3 Reden und ein Spiel. Mal schauen, ob wir das Spiel überhaupt noch machen. Aber ich denke schon eigentlich. Manchmal entscheidet man sich das auch noch im Laufe des Abends. Ja, ob die Spiele noch stattfinden oder generell die Beiträge wie geplant, je nachdem, wie man mit dem Tagesplan vorankommt. Aber wer mich kennt, der weiß, ich bin da so ein kleiner Tagesplan- oder Ablauf-Nerd. Bei mir muss es immer on point sein und sieht auch ganz gut aus eigentlich. Genau, so. Als nächstes nach den Gastbeiträgen wird das Dessertbuffet aufgestellt und ich habe schon gesehen, es gibt eine Softeismaschine. Also wie cool ist das bitte? ich freue mich drauf, ihr wisst, ich liebe Eis. So, um auf den Punkt zu kommen, ich wollte euch mal eine kleine Tour geben. Es ist zwar schon dunkel, wie ihr sehen könnt, aber es ist so schön beleuchtet. Schaut mal hier im Hintergrund mit Feuerschalen, mit Lichterketten, mit Kerzen. Wirklich, wirklich toll. Ich gebe euch eine Tour, so gut es geht. Ja, und zeige euch mal, wie es hier so aussieht im Hofgut Habetzheim. So, ich drehe jetzt direkt die Kamera um. Also ich bin immer noch an derselben Stelle. Hier hat vorhin der Sektempfang stattgefunden. Deswegen stehen hier überall die Stehtische noch. Die bleiben jetzt auch stehen, weil wir müssen tatsächlich durch Corona mit Tischgruppen arbeiten. Das ist jetzt zum Beispiel die Tischgruppe 3. Also die Tische dürfen sich Corona-bedingt nicht vermischen. Jeder hat seinen fest zugeordneten Stehtisch. Das ist natürlich eine krasse Corona-Maßnahme. Das ist auch von Location zu Location unterschiedlich, muss ich sagen. Aber so ist das hier heute abgeregelt. So, ihr seht natürlich aufgrund der Dunkelheit nicht mehr das ganze Anwesen, aber das gehört alles hier dazu. Ihr seht meinen Finger kaum. Und das hier ist unser Hauptteil. Das ist der Haupteingang. Hier ist ein Zwischenraum und hier ist die Küche. So, ich laufe mal rein. Hier ist übrigens auch noch so ein bisschen, man sieht es kaum. Okay, ich lasse es. Also, wir gehen mal rein. Das ist der Haupteingang hier. Übrigens hier noch eine sehr, sehr coole Bar. Finde ich, sieht schon gut aus, ne? So, und dann geht es hier rein. Hier ist die Eismaschine. Hier ist das Buffet aufgebaut. Und hier ist die Candy Bar. So. Jetzt. Da finden die Reden statt. Und hier ist nochmal eine Lounge Area, sag ich mal. Und hier ist noch eine Kinderecke. Das ist mit diesem Zwischenraum hier gemeint. So. Und da geht's wieder zurück. Saal, Buffet, Eismaschine, Ausgang und Candy Bar. Carina, ohne dich wäre das heute nicht so abgegangen. Ohne dich wäre das in die Hose gegangen und ohne Vivian. Und wir sind so dankbar. Absolut. Für alles. Wir kennen uns ja jetzt schon fast 2 Jahre oder genau 2 Jahre. Und das war eine lange Planungszeit. Wir sind froh, dass wir es heute endlich machen konnten. Und dass es doch noch so geklappt hat. Und du hast uns so unterstützt und mich vor allen Dingen jetzt auch in dieser ganzen Corona-Vorbereitungszeit. Und wirklich, also wir sind dir so dankbar. Ich hab dir gestern gewhatsappt, ich liebe dich. Ich meine das auch so. Also wäre ich nicht schon verheiratet? Nee, aber wirklich, also. Ja, das kann ich alles nur widerspiegeln, was Elena gesagt hat. Ja. Super. Ja. Carina und ihr Team ist total sympathisch und nett und bemüht und freundlich. Sie geben sich alle Mühe und es ist wunderbar. Ja, also wirklich, wir sind so dankbar und so glücklich, dass wir gesagt haben, wir brauchen das sofort. Du warst mit Jan zusammen, unserem Fotografen, unsere erste Dienstleisteranschaffung. Super. Also, Hashtag macht eure Hochzeit mit Carina.